Monaco ist literally das Highlight von dem Trip für mich. Deswegen, ich bin hyped. Leute, wir sind im Casino. Guys, I bought something. So Leute, wir nehmen jetzt den Bentley. Wie läuft's da hinten? Ich dachte mir, mit Joshua mache ich keine Ausflüge mehr. Wir wollen jetzt gleich noch Skinny Dippen gehen. Ich freue mich auf Mailand. Wir haben einen Tasten. Leute, it's here, guck mal! Boah, Digga, was ist das denn? Digga, wenn ich die Carmen sehe, ich schreie. Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video. Letzte Woche waren wir in Marseille und Lyon und wir fahren jetzt nach Monaco und später jetzt auch nach Mailand. So, let's see how it goes. Vielleicht machen wir noch einen Strandtag. Wir haben es noch nicht so in Stein gemeißelt. Wir sind hier gerade auf dem Red Carpet, falls ihr es sehen könnt. Wir gehen nämlich zum Bahnhof. Makes sense, I guess. Ist hier die Security da? We did it. Ich dachte eigentlich, wir werden dem deutschen Flug entkommen, aber der Zug hier ist natürlich auch zu spät. Ihr wisst gar nicht, wie hyped ich auf Monaco war. Monaco war literally so das Highlight von dem Trip für mich. Nee, warte mal. Ich hatte nicht sonderlich Erwartungen, weil ich nach Marseille gelernt habe, diese Erwartungen runterzuschrauben. Monaco ist literally das Highlight für den Trip für mich. Von dem ich muss ganz ehrlich sagen, Monaco hat mich nicht gereizt. Monaco ist literally das Highlight von dem Trip für mich, deswegen, ich bin hyped. Oh, the sun is so strong. Guys, we made it. Digga, wenn ich die Carmen sehe, ich schreie. Oh, warte, ich zeig's euch auch. Wir sind im Casino. Ist wirklich schön hier. Ah, wir können aber spielen. Let's go. Boah, wie toll. Guck mal, das Fenster da oben. Jetzt wären eigentlich so ein paar Facts ganz gut über die Stadt, ne? Okay, Leute. Fact number one. Davina und Shania Geissen. 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 Leben hier. Ich bin auch immer noch enttäuscht, dass wir Carmen Geiss nicht getroffen haben. Monaco ist außerdem eines der einzigen Länder, die kein Taylor Swift-Konzert abbekommen haben. Und zwar ist Monaco das zweitkleinste Land der Welt. Deswegen haben wir auch eine Tarifinformation bekommen, als wir hier gereist sind, weil wir in ein anderes Land gereist sind. Ich habe mich sehr arm gefühlt. Ich habe mich so reich gefühlt in dieser Stadt. Ich habe es so geliebt. Guys, I bought something. Also ich habe hier so eine süße Tüte, ne? Aber ich habe das Billigste genommen. Schon wieder. Es ist jetzt keine Versace-Unterhose oder so, ne? Ja, wobei, es war nicht das Billigste. Ich habe mir so eine Mütze gekauft und ich muss sagen, ich finde sie richtig cute. Ich habe sie in diesem Casino gekauft. Ich fühle mich jetzt einfach fancy. Zeit für einen Smoothie. Könnte besser sein. Hier gibt es einfach so richtige Ferrari-Formel-1-Dinger. Das ist schon süß, ne? Könntest auch so eine Rennfahrerin sein. Ich muss schon sagen, jetzt so ein Jump in the water hätte ich auch Bock, ne? Oh mein Gott, das sieht richtig süß aus. Das sieht jetzt aus wie so eine Magnolia. So Leute, wir sind jetzt on the mountain. Hier kann ich euch jetzt zeigen, da unten wäre basically die Rennstrecke. Auf der rechten Seite war dann so eine Tribüne aufgebaut. Vielleicht kann ich irgendein Bild euch einblenden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Leute hier mit 200 darunter brettern. It's wild. Wild and free bei Lena. Und wir gehen noch höher. Wie läuft's da hinten? Ich dachte mir, mit Joshua mache ich keine Ausflüge mehr. Ich wusste wieder, dass ich oben nichts sehe, weil ich wieder keine Brille dabei hatte. Ja, wie kommt Carmen hier hoch? Aber gut, Carmen fährt mit dem Bentley, ne? Hier, vielleicht können wir uns ein bisschen abkühlen. Leute, again, Berge, I love the mountains. So Leute, wir sind jetzt hier am Berg bei irgendeinem Fort angekommen. Ich zeige euch das mal. Außerdem war oben die Altstadt. Hallo? Weißt du nicht, warum man die Altstadt auf dem Berg baut? Aber war geil. Hier wohnt Safe dafür. Ich fühle mich wie ein bisschen so wie in London. Da stehen auch diese, wie nennt man die? Diese polizistenmäßigen Leute da. Oh, wow. Ja, auf der Seite sieht es irgendwie nochmal richtig fancy aus. Was hat er mit seinen Ausblicken? I'm the best view. Mara, was hast du? Ich habe einen Calabrese Focaccia und eine Cherry Cola, damit ich mich zusammenklappe. Siehst du 13, was hast du? Ich habe genau dasselbe wie Maren. Ah, wie kreativ. Ich habe einen American... Oh. Ein American Sandwich. Da oh mein Gott. Es hat Pommes, hat Salat, es hat... Käse. Burger Patties. Ich glaube, es sättigt mich für die nächsten 2 Tage. Zu mir hat er gesagt, dass er Mozzarella nimmt. Ja, ich habe gelogen. Ich habe gelogen, weil sie vegan ist. Leute, ich fand Monaco geil. Ich muss auch sagen, es kommt auf meine Liste, wo ich vielleicht irgendwann mal hinziehe, wenn ich mal viel Geld habe. Es war schön.
ist, glaube ich, nicht hundertprozentig meine Ästhetik, aber ich fand es wirklich schön. Es hat einfach mich abgeholt. Es waren nicht so viele Talahuns da. Es waren viele Leute, die irgendwie einen nice Style hatte. Kein Kommentar. Hab's geliebt. So Leute, wir nehmen jetzt den Bentley und dann fahren wir zur Yacht. Wir fahren jetzt wieder zurück nach Mentong und dann gehen wir nochmal an Beach. Ich will nochmal diesen H2O-Moment haben und dann da so reinspringen. Ab geht's an Beach. Wir gehen jetzt Glied dippen am Strand. Freue mich. Es ist schon sehr pretty hier, ne? Guck, wir haben uns hier so einen Spot gesucht, das hier da hinten eigentlich die Kanalisation. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass es ein Steinstrand war. Jetzt freue ich mich nicht mehr, weil meine Füße sich nicht ganz so drüber gefreut haben. Aber so all in all, I love the beach. I'm clear, you know. Meine Haare fühlen sich salzig. Haare tot. Blondierte Haare und Salzwasser. Ja, meine Haare sind auch, also die sind ja blondiert und frittiert. Ja Leute, also ich habe einen Sonnenbrand bekommen. Also wir essen zum Mittagessen. Ja. Oh, ihr habt die wieder gekauft, Le Challenges. Mit zwei verschiedene Baguettes. Oh. Dann haben wir noch so Pfirsiche, Nektarinen und so. Ach, habt ihr wieder den Fruchtpunkt gekauft. Und Guacamole und Hummus mit Pesto. Sieht voll gut aus. Ja, ich freue mich. Kurzer Tipp an alle Tierliebhaber da draußen. Wenn ihr an den Strand geht, dann geht immer auf die Seite, wo Hunde erlaubt sind. Weil da kann man sich ganz schöne tolle Hunde anschauen. Hier muss ich auch sagen, ist der Hundestrand auch echt sauber. Weil in manchen Städten ist er auch so ein bisschen nasty, ne? Man muss sich bewusst sein, dass man direkt neben Kacke liegt. Sicher, dass du das nicht warst? Nein, ich würde das nicht eintreten. So Leute, wir machen jetzt Armbänder. Wir haben so ganz viel Stuff. Hallo, guck mal. Ich habe mein Armband. Ist schon süß, ne? Ist schon süß. Ich habe auch noch eins für die Gigi gemacht. Warte, ich kann es euch eigentlich zeigen, weil sie sollte es jetzt eigentlich schon erhalten haben. Er hat fast geweint, als er sein erstes Armband gemacht hat. Ich bin ein Mann, ich weine noch nicht. Guck mal! Hier steht Roberta drauf. Gigi, habe ich für dich gemacht. Ich mache noch eins für mich, wo Gigi draufsteht. Obviously. Das hier hatte ich vorhin schon, das mit den Blumen. Das lassen wir außen vor. Dann habe ich dieses Weiße gemacht, das ist ein bisschen zu groß. Und dann habe ich das hier gemacht, das hat ein C für meinen Liebsten. Meine Katze Carlo. Ich habe bis jetzt noch nicht so viel gemacht wie Maren. Ich habe das hier gemacht. Das ist für eine Special Person. Und ich wusste noch nicht genau, wie es fittet. Deswegen habe ich es zu groß gemacht, damit ich es dann untryen kann. Das ist smart. Aber mal schauen, was wird. Was wird? Leute, die Armbänder, die wir gemacht haben, sind ja wohl so cute. Ich habe mittlerweile noch mehr. Eins davon hat Maren mir gemacht, Opfer, Opfer. Es ist jetzt so 2 Stunden später und sie sind eigentlich immer noch am Armbänder machen. Es ist anscheinend sehr fun. Wir wollen jetzt gleich noch Skinny Dippen gehen. Wir warten noch, dass die letzten Leute weg sind. Ich weiß, ihr wollt sehen. Ich glaube, ich zeige euch das aber nicht. So Leute, wir sind gebräunt, gebrannt und gibt's noch ein Wort mit Gebums? I wish. Also guck mal. Es ist ja wirklich so pretty, oder? Ich bin in unserem All-Inclusive. Ey, echt so, ne? Stell mal vor, wenn wir jetzt All-Inclusive wären, wir könnten uns jetzt einfach hier hinsetzen und so viel trinken und essen, wie wir wollen. Dann wäre auch niemand mehr hangry. Das machen wir das nächste Mal. Safe. Nach dem schönen Beachtag laufen wir jetzt ein bisschen durch die Stadt und erkunden Mentong. Ich habe die spanische Vogue. Ich wollte eigentlich die französische kaufen, aber eigentlich ist es auch praktisch, weil ich kann kein Französisch, aber ich kann prinzipiell Spanisch. Ich studiere Spanisch. Hast du? Da kannst du gleich beide nehmen, ja, eigentlich. Ja, beide. Okay. I'm here for the Vogue. Boah, ist wirklich süß. Weil überall sind Zitronen.
Es geht up the mountain. Komm, Sixi, let's go. Ich glaube, da ist Access in Terror. Glaubst Scheiße. Für unsere Step-App war das ja. Cool. Genau, genau. Eigentlich nur für mich. Für die Step-App. So, liebe Leute, wie fandet ihr die Unterkunft in Mentor? 10 out of 10. Okay, nicht 10 out of 10. Es war vielleicht 9 out of 10, weil wir haben kein Wi-Fi. Ich ziehe noch einen Punkt ab, weil sie auf einmal eine Stunde früher Checkout haben wollte. Deswegen sind wir auch gerade ein bisschen im Stress. Aber ich würde wirklich sagen, eine 8 oder 9 out of 10. Weil es ist wirklich pretty hier. Das sieht man nicht oft im Süden, finde ich. Okay, Leute, wir müssen jetzt ganz schnell los. Ne? Sonst kommt die Gondola und schlägt uns. Bonjour, nee, warte, was heißt das auf Italienisch? Au revoir, Francoland. Bienvenido. Italien. Ich freue mich auf Mailand. Ich will unbedingt in eine Modeausstellung. Wir machen jetzt einen kurzen Zwischenstopp am Strand. Hier ist das K. Da unten ist der Strand. Ah, schön. Okay, die Treppe ist abgeschlossen, weil sie ist anscheinend da unten explodiert oder so. Leute, da unten versucht es sogar jemand. Aber da muss dieses letzte Stück dann noch runter. Das ist halt so tief. Das sind, glaube ich, mehr als 2 Meter. Danke. Ich hab schon mein Essen. Wir sind gerade bei Maggis. Weil hier gibt's ja McFlurry mit Pistazie. Gigi, this is for you. Das ist echt gut. So lecker, obwohl ich keine Pistazie mag. Das ist der Room im ersten Hostel. Wie ihr seht, Stockbett. Dies ist mein Bett. Da hat Sixi geschlafen und hier Maren. Maren war wie auf dem Präsentierteller die ganze Nacht. Dann haben wir hier das wunderschöne Badezimmer. Wir ziehen halt jetzt schon wieder aus. Wir ziehen halt komischerweise an, obwohl das Fenster offen ist. Deswegen habe ich heute Morgen auch geschwitzt wie sonst was. Aber all in all, fun experience. Was für ein Rating? Ich glaube, eine 8 ist gut. Guten Morgen, liebe Leute. Hallo. Wir haben uns gerade Frühstück geholt. Wir haben ein Pistazien-Croissant. Wir essen es vor dem Dom. Das war richtig toll. Und wie ist es? Ich liebe es. Pistaziencreme, 10 von 10. 1,60 Euro. Leute, wer hätte es gedacht? Es ist wieder Baustelle. What the fuck? Willst du hoch? Nee, das kostet Geld. So ein bisschen auf das Brandenburger Tor, ne? Aber ein schön. Okay, Leute, hier kommen eure Facts über Milan. Es gibt anscheinend pinke Flamingos in Milan. Ich habe noch keinen gesehen, aber wenn ich einen sehe, blende ich euch mal ein Bild ein. Milan has the tallest buildings in Italy, also das größte Gebäude in Italien. Wo genau das sich hier befindet, weiß ich nicht, weil der Dom ist jetzt nicht unbedingt hoch. Ah, und es ist the wealthiest city in Italien, anscheinend armes Land. Aber ist schön hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Wir sind jetzt seit einer halben Stunde, glaube ich, hier in diesem Buchladen. Das ist crazy. Die haben so viele Bücher, auch so viele ästhetische Bücher. Hier gibt es ganz viele Bücher über Design und so. Frau Zulauf, kaufen Sie etwas? Ich stark davon aus. Frau Janowski, kaufen Sie etwas? Ich kaufe den Magnet. Ich hätte gerne noch ein Buch über Katzen und ein Buch über Taylor Swift. Aber das ist teuer. Wieso gibt es hier keine Vogue? Wir sind in der Galerie Manuel. Wie auch immer die. Ich finde nämlich schon, dass wir das eigentlich brauchen. Wir sind jetzt in einem Café. Maren und Xenia bestellen gerade. Boah, Digga, was ist das denn? Ich habe einen Eis Macchiato Latte mit Sojamilch. Ist ja fast dasselbe, ne? Ich habe eine Berry Breeze. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu einem Vogue-Store, weil wir haben ja in Frankreich schon die französische Vogue gekauft, beziehungsweise nur die spanische. Und jetzt wollen wir noch die italienische Vogue kaufen. Never mind, der hat zu. Kritisch. Anyways, wir gehen jetzt mal ins Modemuseum. Ich glaube, es ist nicht so viel Fashion. Es ist hier doch noch die Modeausstellung. Okay, Leute.
Aber das war's irgendwie schon. Ja, Leute, willkommen im Hostel. Das ist unser Hostel. Es ist eigentlich ganz süß. Man hat hier diese komischen Vorhänge. Hier wohnen auch zwei Leute. Die waren irgendwie den ganzen Tag nicht da. Und wir dachten, dass sie da waren. Deswegen haben wir immer die ganze Zeit richtig leise geredet. Aber dann waren sie am Ende nicht da. Da ist eine ganze Avocado drin für 12 Euro Pokeball. Ja, was sie eigentlich sagen wollte, ist, dass wir jetzt gerade im letzten Hostel sind. Und wir sind jetzt hier lecker, lecker essen. Mhm. Der Hintergrund sieht auch richtig schön aus. Aber es ist eigentlich wirklich süß. Das Essen, was ich vermisst habe. Wir lieben euch. Dauernd zu McDonald's und zu KFC gerannt sind die letzten Tage. Nein, wir waren einmal da. Das übertreibt komplett die Anlage. Wir waren einmal um 11 Uhr. Ja, wir haben uns jetzt gedacht, wir gehen nochmal essen für den letzten Tag, weil es ist dann ja auch vorbei. Hallo, liebe Leute. Ich muss ein bisschen leiser reden, weil die schläft da. Wir gehen jetzt. Es war ganz toll hier. Sixi ist gerade kacken. Also das Hostel hier war echt cute. 8 von 10, Leute. Fahren jetzt los. Hallo, liebe Leute. Wir sind gerade auch schon am Ende vom Vlog eigentlich. Wir stehen gerade im Stau. Wir waren gerade wieder heim. Wir stehen auch gefühlt schon den ganzen... Opa-Lader sind wir wieder. Er kann einfach kein Auto fahren. Also wir fahren jetzt nach Hause. Mal gucken, wann wir ungefähr ankommen. Die Schweiz ist irgendwie ein bisschen voller Stau, aber macht's ja nix. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir hatten Spaß. Wir sehen uns dann wieder. Lasst ein Like da. Genau, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche, falls nächste Woche ein Video kommt. Habt ihr noch eine Frage? Mein Gehirn ist geschmolzen. Scheiße. Ich glaube, es reicht, oder? Thank you for coming. Wir lieben euch.